bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Das ist ein nettes, kleines Dorf. Hier würde ich jederzeit auf eine Tasse Tee und ein Sahnegebäck einkehren. Aber so gewinnt man keine Rennen. So, einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen hier bei Lokas Live auf Twitch, beziehungsweise später bei Lokas auf YouTube im Export in super high quality. Bla 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 bla. Ich bin der Loris und es gibt eine Runde Forza Horizon 4. Oh ja. So, erstmal grüße ich an den Gonzo, den haben wir hier mal am Stissel. Rechts abbiegen. Es ist Winter geworden in der Zwischenzeit. Ah, da vorne. Ah, okay. Du hast dein Ziel erreicht. Ich
So, wir beginnen das Ganze wieder mit einem Rennen. Gonzo, ich habe dafür quasi gar nichts bezahlt bis jetzt. Und zwar gibt es im Microsoft Store den Xbox Game Pass. 14 Tage hast du erstmal frei zum Testen. Und dann kostet das 10 Euro im Monat. Und ich bin jetzt noch in der 14 Tage Testphase und das Game ist mit dabei. Aber ich habe mal geguckt, so was es da alles an Games gibt in diesem Game Pass Ding. Also Xbox Game Pass, so heißt das Teil. Microsoft hat halt alles, was mit Microsoft Games zu tun hat, ist halt Xbox. Aber damit ist die Xbox-Konsole nicht gemeint, sondern es funktioniert halt alles am PC. Das ist jetzt auch am PC hier und nicht über Konsole. Scheiße, was mache ich denn hier? Ja, und dieser Game Pass, da sind halt unglaublich viele Spiele drin. Also ich denke mal, ich werde das dann auch machen für 10 Euro im Monat. Da kannst du nicht meckern und da hast du Zugriff auch auf Top-Titel, wie man sieht. Und das Spiel ist ja jetzt gerade mal eine Woche draußen, ne? Oder so ungefähr. Oh, fuck. Das wird kein gutes Rennen. Aber naja, Muscle Car im Winter ist natürlich so eine Sache. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren hier. Kein Bock hier 11. oder 12. zu werden jetzt auch noch. Eine Strecke für mich hier, Leute. Schon gar nicht mit einem Mustang. Ich komme hier keinen Millimeter näher. Oha, das wird eine kolossale Niederlage hier. Alles oder nichts jetzt hier. Fuck, Penner! Hat er mich rausgeschubst noch? Das geht kolossal in die Hose, ich sag's euch. Na komm, 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 komm. Naja, Vierter immer noch. Ja gut, musst du den Pass halt nicht auslaufen lassen, ne? Und das Ganze speichert in der Cloud, also selbst wenn du dann mal den Pass auslaufen lässt und dann nach einem Jahr oder was wieder einsteigst, hast du halt immer noch deine Safe-Games, ne? Na, ein Fumpy. Hospital Records, der Drum and Bass Sender hier übrigens. Das Label Hospital gibt's ja wirklich. Das kann man zocken, streamen und kriegt da keinen Strike für. Hospital hat sich extra bereit erklärt hier für das Game. Was haben wir denn hier? Oh, ein Haus. Für dieses Game halt Tracks zu machen, beziehungsweise bereitzustellen, die dann keinen Strike geben, auch nicht bei YouTube hinterher. Also eine ganz, ganz coole Geschichte. Mucke ist da. Ah. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, machen wir das.
Langes Wochenende, Fampi. In 100 Metern rechts abbiegen. Ist Montag etwa frei oder was? In 400 Metern links abbiegen. Witzig. Wow. Cool, 10 Riesen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ziel erreicht. Bis Mittwochabend, ha? Ja, gönn ich dir. Winterreifen übrigens drauf. Winterperformance, ja. Mal sehen, ob das besser geht hier. Oder ob das auch wieder nur einen vierten Platz gibt. Boah, boah. Moment, bis sich der Wagen erstmal wieder gefangen hat. Mach dich weg. Was ist das denn für eine Scheißkiste hier? Alter. Orches. Jawohl, ja. Und Abfahrt! Ah, fucken! Wacke! Bitte nicht, bitte nicht. Keine Chance, Leute. Das ist aber auch arschglatt hier. Von wegen alles geräumt oder so, nix da. Nee, das gibt's doch gar nicht.
Guten Abend auch an Neymar. Ich bin der Devil Dog. Nick. Nette Lackierung. Zeig dem Künstler doch etwas Anerkennung mit einer Bewertung. Von mir aus hier. Kannst du ab. Willkommen in Runde 5 der Horizon Straßenrennserie. Hier hast du es mit neuen Rennstandards auf sämtlichen Ebenen zu tun. Ja. Aber genau deshalb bist du natürlich hier. Ja, ich habe aber auch noch andere Dinge zu tun. Guck mal hier. Ich habe mit Kira gesprochen und anscheinend gibt es eine Regel und ich darf diesen Subaru nicht behalten, also solltest du besser herkommen und ihn abholen. Okay. Mach ich demnächst. Wow, wow, wow. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Dein Ziel erreicht.
So. Busse habe ich nicht gesehen, aber Renntrucks gibt's. Sommer. No! Lässt nicht locker hinter mir. Mein Gott, da ist doch schon ein Abdruck von mir drin. Ja, Gonzo, dir viel Spaß. Man sieht sich. So, was machen wir als nächstes? Was kostet das denn hier? Das Haus. 5 Millionen? Ja, nee, ist klar, Digga. War eben 5 Millionen für so ein fucking Haus? Nee, danke. Da oben sind die ganzen neuen Sachen, hier sind auch die älteren. Da könnte man jetzt mal irgendwie mal was anderes machen. Was ist das hier eigentlich? Der Stuntfahrer. Ich kann doch gar nicht Stunt fahren. Ja, probieren wir mal aus. Probieren wir doch mal den Stuntfahrer. Jawohl. Habe ich da überhaupt eine Kiste für? Ich glaube nicht. Links abbiegen. Jawohl. Boah. Also trotz Winterreifen, ne? Das hier
ist typisch Großbritannien, das ist eine Zumutung. Aber naja, wer mit 160 in so eine Kurve geht, muss damit rechnen. Ich sag's ja immer wieder. Oh, Schleuder, Leider. Wie weit sind das denn? 7,5 Klicks noch. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Metern rechts abbiegen. Wow! Großartig! Großartig! Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Wie war der Ober? Was denn hier? Egal. Links abbiegen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ha. 5 Millionen mögen zwar ein Schnapper sein, aber nicht für mich, mein Freund. Nicht für mich. Neymar. Das. Ich dachte Fampi. Mal Fampi, stell dir doch mal eine feste Farbe ein. Im Chat. Neymar auch. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. So. Guten Abend, Chaos Jay. Der Stuntfahrer. Ich bin doch gar kein Stuntfahrer. Ich kann das doch nicht. Sieh mal an, wer da ist. Hast du Bock auf mehr Action? Da wette ich drauf. Okay, wir haben ein paar Straßen entlang der Küste absperren lassen. Fahr mit deiner Karre dahin. Das Stuntfahrzeug bekommst du später. Wenn du siehst, verstehst du's. Okay. Dann mal ab zur Stunt-Crew im South Moor. Und lass sie nicht zu lange warten, ja? Das gefällt denen nicht. Alles klar. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen.
Nein! Boah. Das war knapp. Alto Schnitzel. Die dritte Ausfahrt nehmen. Ja. Bei nächster Gelegenheit wenden. Da wären wir. Ich sag dir, was zu tun ist, und dann bist du dran. Diesmal gibt's keine Jets oder Sprünge, nur eine wunderschöne, rasante Fahrt auf der Küstenstraße. Soll der gleiche Film sein. Keine Ahnung, ich habe das Drehbuch nicht gelesen. Und du fährst? Manchmal hat der Job eben auch seine Vorzüge, nicht wahr? Boah, geil, oh, geil. Los, Szene 29. Schöne Fahrt. Action. Das ist ein 90 Jahre alter Rennwagen. Der braucht eine starke Hand. Mach, was du willst, aber fahr nirgendwo gegen. Ja, versuch's. Gleich auf der Küstenstraße. Denk dran, wir wollen Eleganz, Geschmeidigkeit und Tempo. Also gib Stopp! Zum Leuchtturm. Mach schon. Vollgas auf der Geraden. Los jetzt. Das war wunderschön. Da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Die Aufnahme, das Auto, das Setting und all das. Und du bist auch nicht schlecht gefahren. Auch geil. Du kommst hier reingebrettert wie sonst was, aber statt dass das mal eben rauspitcht oder so. Nein, danach wird das Auto noch ruiniert. Alles klar. Ein Wheelspin. Oh, nice. Hi. Das Winterschaurennen wird großartig. Ich brauche einen verlässlichen Fahrer mit nachweisbaren Erfolgen, dem die Kälte nichts ausmacht. Was sagst du? Du musst nur den Zug nach Edinburgh erwischen. Ja. Aber später.
Jetzt muss ich einmal die Route festlegen und kann dann noch... Nun ja. Da sind noch zwei entlang dieser Route. Fahren wir erstmal nach Hause. Ich hab Bock auf ein neues Auto. Anscheinend wartet mal wieder ein Klassiker auf uns. Aber häng das nicht an die große Glocke. Ich hab's nur dir erzählt. Und Kira. Ach, und Alex. Und noch ein paar anderen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. The Gables. Ja. Da war doch noch was für mich fertig, dachte ich. Ah ja. Viel Spaß, aber sei vorsichtig, okay? Der letzte Besitzer hat wohl in einer Kurve etwas übertrieben. Das ganze Hinterrad samt Aufhängung war weggerissen. Ich war so nett und hab alles wieder repariert. Keine Ahnung, wo die anderen sind. Also Jason, okay. So, ich schau mal in der Automesse. Was gibt's denn hier Geiles? Hier gibt's ja einige Fahrzeuge. Aston Martin ist nicht so meins. Audi. Audi ist schon mal geil. Schon mal im Hinterkopf behalten. Warte mal checken, was kostet denn hier so ein durchschnittlicher Audi? R8? Nee. Boah, aber es geht vom Preis, ne? Das Eins ist mir zu klein. So, ein Eimer ist jetzt rosa, sehr gut. BMW, naja, ich bin nicht so der BMW-Fan. Bugatti. Auch nicht. Chevy habe ich ja schon. Nee, habe ich noch nicht. Aber nicht noch ein... Jetzt im Moment nicht noch ein Amerikaner. So, was haben wir denn dann? Ferrari. Köstlich. Fiat. Ford. Habe ich einen Mustang. Nein, Honda habe ich mich jetzt. Der Stinger interessiert mich auch. Aber nicht für jetzt. Oh, Lamborghini. 310.000 für den Aventador. 500, na, ist schon wieder. Schon wieder außerhalb meiner
finanziellen Möglichkeiten. Soll ich mir den Aventador oder den Galado hier holen? Ich glaube, der Aventador, der will es fürs Erste tun. Der Aventador, den hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen ausgestattet. Erstmal, boah, ja. Das da. Oh ja. Köstlich. So. 310 Riesen weg. Usch. Egal. Ein Einsteiger-Lambo ist da. So wie sich das gehört. Jetzt habe ich mich auch noch nass gekleckert. Ja. Jetzt brauchen wir das Ganze noch ein bisschen getuned. Jupp. Jetzt wird es nochmal teuer. Der Jetskin wird erstmal grundsätzlich umgebaut. Racing V12. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich auch nicht. An dem kannst du ja gar nicht so viel machen, wa? Boah, was ist das denn? Ja. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Natürlich jetzt sehr viel Geld. Sehr viel Geld schon ausgegeben für das Auto selber. Die Reifenmischung ist jetzt natürlich essentiell. Ich werde arm hier. Okay, da lohnt sich überhaupt nichts von. Leute, Leute, Leute. Nein, das lohnt sich nicht. Stabilisatoren lohnen sich immer. Ja. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Mörder. Ja. Ja. Jawohl. Ja, sehr geile Farbe, finde ich auch. So. Guck mal, nur 4 Wheelspins am Start. Wahrscheinlich gewinne ich jetzt.
Ein scheiß Leopardenhemd, Alter. Ich kotze einen Bogen an die Wand. Lederhandschuhe. Alter. Alter. Nur so eine Scheiße. Ein Lotus Evora. Okay. Das nehme ich gerne. So, jetzt können wir noch eine Sache machen, bevor es dann jetzt gleich, beziehungsweise ich will noch einmal schnell in die Einstellungen. Da wurde nämlich vorhin im Chat gefragt, ob man das irgendwie umstellen kann. HUD und Gameplay. Kameraperspektive, ja genau. Card, Anna, Schnellchat. Brauchen wir falsche Richtung, Warnung. Okay, Namen über Autos. Nein. Tachometer, Einheiten. Metrisch. Okay. So, jetzt sind die Dinger metrisch. Was haben wir denn hier in der Nähe noch? Ich kann schon wieder einen weiteren Stunt machen. Nee, danke. Nicht jetzt. Hier auf dem Weg haben wir noch so ein Querfeld-Einrennen. Ein Fennrennen, okay. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich habe schon wieder einen Wheelspin gekriegt. Echt? Nö. War wohl eine veraltete Meldung. Rechts abbiegen. Das ist ja eine Schießscharte hier, wo man hier durchguckt. Ich war fast vor einem Camaro. Aber der liegt Bombe auf der Straße, ganz anders wie der Ami vorhin. Da sieht man auch sofort, das ist ein Auto, was vom Grundkonzept her bereits für solche Geschwindigkeiten gemacht wurde. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Alright. Ein Dirtrennen. White Horse Hill. Geil, und ich kann mit dem Ding fahren. Ich kann mit dem Ding fahren. Oh Mann. Ey, wenn ich einmal so ein Ding vor der Haustür stehen habe, dann habe ich es, glaube ich, geschafft. Na toll, und die fahren ja alle so Teile jetzt, oder was? Auf geht's, Supercars. Ich sehe ja überhaupt nichts. Voll Schnee hier. Boah, direkt so ein Rennen für die erste Fahrt mit dem Ding.
Scheiße. Kein Millimeter näher, ich verliere sogar noch Platz hier. Also dafür ist das Auto definitiv nicht gemacht. Für solche Scheiße hier. Ich bin für so eine Scheiße nicht gemacht. Ja, man sieht überhaupt nichts in der Kiste hier. Das war jetzt eher geraten, wo man lang fährt. In Runde 4 der Dirt-Rennserie ergattert hat. So, das neue Veranstaltungsprogramm wurde deinem Kalender hinzugefügt. Und nach deiner letzten Leistung bin ich wirklich gespannt, was du daraus machst. Meine letzte Leistung war kacke. Unterirdisch. Der Aventador. Ja, aber viel sehen tust du in dem nicht, wirklich. Ja, den hab ich gesehen. War geil ist er trotzdem. Ja,
200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Hier droht ja gleich ein Whiteout. Wo ist die Straße? Dein Ziel erreicht. Wo habe ich denn den Lamborghini her? Hä? Wo habe ich denn den Hurricane her? Okay. Interessant. Und dafür habe ich jetzt gerade 400.000 ausgegeben, obwohl ich schon ein Lambo hatte, oder was? Geiler geht's ja gar nicht mehr. Egal. Das ist aber auch nicht viel mehr in dem Ding.
Wird wohl nichts mal mit einer perfekten Runde hier. So, das war's für die Forza Horizon 4 Session für heute Abend hier. Jetzt geht's nämlich gleich weiter mit dem Witcher 3, Wild Hunt und Geralts Geschichten in den ziemlich boshaften Welten, die da auf uns lauern. Level 12 ist da. Sehr gut. Ein Wheelspin! Was bekommen wir denn jetzt? 110 Riesen, ja, das kann sich doch sehen lassen. Ja, wie gesagt, das war die Horizon Session. Bleibt auf dem Stream, es geht sofort weiter mit uns und dem Witcher 3. Gebt uns nur, sagen wir mal, 5 Minuten Zeit. Sind gleich wieder da.